Den ersten großen Ruhm auf der Weltbühne der Literatur erwarb sich Lew Nikolajewitsch Tolstoi mit seinem Roman Krieg und Frieden, der im Original zwischen 1868 bis 1869 in einer Zeitschrift erschien. Krieg und Frieden ist, Sie erinnern sich, einmal die mitreißende Schilderung des Eroberungsfeldzugs von Napoleon gegen Russland, dem Krieg, der 1805 begann und 1812 für die Franzosen mit einer bitteren Niederlage endete. Es ist gleichzeitig dieser Roman natürlich das große Beziehungsdrama um die Fürsten Andrei und Pierre und die schöne Natascha. Und dann geht es noch um die Selbstfindung des geheimnisvollen Russlands, wenn Sie so wollen, um die Entdeckung der russischen Seele, das Abstreifen von fremdem zivilisatorischem Firnis. Daran werden Sie sich in groben oder in feineren Zügen aus Ihrem Literaturkundeunterricht noch erinnern, verehrte Zuseher, oder was viel schöner wäre, aus der Lektüre selbst vielleicht, und das wollen wir Fernsehen nicht kleinreden, vielleicht aber auch aus einer der berühmten Verfilmungen. Nicht so deutlich ist Ihnen aber vielleicht in der Erinnerung, dass der Autor von Krieg und Frieden, das sich Lew Nikolajewitsch Tolstoi, seine ersten literarischen Meriten als Kriegsberichterstatter verdiente. Tolstoi kam 1828 auf die Welt und er war Anfang 20, als er zum Teil aus Abenteuerlust, zum Teil auch aus Zweifeln an seiner literarischen Befähigung in den Kaukasus reiste und dort als Freiwilliger ins Militär eintrat. Der Kaukasus war damals seit zwei, drei Jahrzehnten das neue wilde Grenzgebiet in Russlands Süden. 1853 brach der Krimkrieg aus, Russland gegen England und Frankreich. Tolstoi schrieb darüber aus Sewastopol, dem Schauplatz erbitterter und blutigster Schlachten. Hier erlebte er die ganze Grausamkeit, die Sinnlosigkeit und gleichzeitig die scheinbare Unvermeidlichkeit des Gemetzels aus aller nächster Nähe. Darüber schrieb er und darüber schrieb er auch mit solch durchschlagendem literarischem Erfolg, nicht nur das gemeine, sondern Volk und sondern auch die gebildete Öffentlichkeit, selbst der Zar soll seine Berichte mit großer Aufmerksamkeit verfolgt haben, sodass Tolstoi plötzlich begann, an seine eigene schriftstellerische Begabung zu glauben. Wir müssen an dieser Stelle schnell einfügen, dass nicht viele Kriegskorrespondenten sich des Beispiels ihres großen Vorläufers als würdig erwiesen. Aber sehr viel wichtiger sind gewiss die Merkmale, die die Arbeiten von Tolstoi auszeichnen und die wenig später auch seine großen Romane, etwa Anna Karenina, auszeichnen werden. Da ist zum einen diese schier unglaubliche Virtuosität, die er im Wechsel von erzählerischen Perspektiven an den Tag legt. Der Leser wird gleichsam an die Hand genommen und von Szene zu Szene, von Staunen zu Erleichterung, zu Mitgefühl und Schrecken geführt. Doch nicht von einer einzigen Instanz, dem großen, allwissenden Autor, sondern immer wieder von neuen, von anderen Zeugen des Geschehens. Der zweite, nicht weniger wichtige Punkt liegt in der Kunst der Personenbeschreibung. Tolstoi entwirft, verfolgt, er schildert seine Charaktere mit einem untrüglichen Feingefühl fürs Detail, sodass der Leser auch Randfiguren sofort wiedererkennt, selbst wenn sie, was weiß ich, seit 30 oder 40 Seiten keinen Auftritt mehr hatten. Klar, können Sie an dieser Stelle sagen, das ist ja auch nötig, wenn man, wie etwa in dem Roman Krieg und Frieden, gleich mehrere hundert verschiedene Charaktere einführt. Doch es geht ja um sehr viel mehr als nur unterschiedliche Körpergrößen, um magere oder dicke, um rotes, blondes oder schwarzes Haar, um schleppenden oder tänzelnden Schritt. Tolstoi schafft es aus beliebigen äußerlichen Merkmalen, aus Sprachfehlern und verwachsenen Nasen sozusagen unsterbliche Seelen zu schaffen. Generationen von Schriftstellern haben ihn um diese Gabe beneidet oder ihm diesen Genius attestiert. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen. Doch sei hier schon vorausgeschickt, dass, wenn überhaupt, sich nur ganz wenige Autoren in der Literaturgeschichte über mehr Lob ihrer Kollegen freuen konnten. Und einige Namen werden wir Ihnen gleich nennen. Die Erforschung der Biografie Tolstois, meine Damen und Herren, lässt heutzutage kaum einen Tag, kaum eine Lücke seines Lebens unausgeleuchtet. Das liegt einmal an dem gewaltigen Umfang der einschlägigen Forschung,
Das liegt aber auch daran, dass er sich sehr früh schon selber als Kind und als Jugendlichen beschrieben hat. Nachzulesen ist es unter anderem in einer Trilogie, die aus den Teilen Kindheit, Knabenjahre und Jünglingszeit besteht, der Geschichte des jungen Nikolai zwischen seinem 10. und seinem 16. Lebensjahr. Dieser Nikolai ist nicht, wie es bei Goethe heißt, völlig geräuspert und gespuckt, wie Lew Tolstoi gewesen sein mag. Aber die Figur dieses Kindes, das wie Tolstoi eines der Kinder eines Grafen war, das wie Tolstoi früh seine Eltern verlor, das wie Tolstoi unendlich darunter litt, von seiner Umwelt nicht genug geliebt, ja, verachtet zu werden, das wie Tolstoi sich beständig für sein Versagen schämte, dieses Kind dürfen wir uns getrost als ein literarisch ziseliertes Ebenbild jenes jungen Grafen Lew Nikolajewitsch Tolstoi vorstellen, der am 9. September 1828 auf dem Gut Jasenaja Poljana im Gouvernement Tula, also zumindest für russische Verhältnisse nicht allzu weit entfernt von Moskau, geboren wurde. Es wäre aber eine reine Verschwendung, meine verehrten Zuseher, wenn Sie das auf Deutsch unter Kindheit und Jugend erschienene Werk von Lew Tolstoi nur unter dem Gesichtspunkt lesen, eine Art Home Story über die Kindheit eines der größten Erzählers nicht nur des 19. Jahrhunderts zu erfahren. Das Buch Kindheit und Jugend ist vielmehr eines der anrührendsten Werke überhaupt, die je über die Seelennot, die Ängste, Eitelkeiten, Glücksmomente von Kindern in jenen Lebensjahren geschrieben wurden. Ganz gleich, ob sie Oliver Twist, Huckleberry Finn oder eben Nikolai hießen. Die Angst vor Erziehern, der betroffene Blick in den Spiegel, das Gefühl des Ausgestoßenseins. Kinder haben ihre Nöte, ihre Träume, ganz gleich, mit wie vielen silbernen Löffeln sie auf die Welt kommen. Und dass die drei Stücke, die unter dem Titel Kindheit und Jugend des jungen Tolstoi erschienen, nicht mit derselben Selbstverständlichkeit hervorgehoben werden wie jene anderen beiden Werke, die ich gerade erwähnt habe, also Oliver Twist oder Huckleberry Finn, dann liegt es wohl schlicht daran, dass jene beiden anderen Romane Tolstois, von denen vorhin schon die Rede war, das Krieg und Frieden und Anna Karenina, eben alles andere in den Schatten stellten. Tolstoi war Ende 20, als er den Militärdienst verließ. Er unternahm eine mehrmonatige Reise durch West- und Südeuropa. Als er auf sein Gut zurückkehrte, widmete er sich der Fragen, die viele russische Reformer in jenen Jahren bewegte: Was lässt sich bewegen in diesem Land? Oder deutlicher: Wenn das wahre Russland, wie er vermutete, nicht durch die Schicht der Aristokraten, sondern durch die einfachen Bauern verkörpern wird, dann kann man diese Bauern nicht als Leibeigene halten. Aber wenn diese Bauern in diesem Zustand verharren wollen, gut, dann musste man sie erziehen, musste Schulen einrichten, musste Vorbild sein. Tolstoi machte aus seinem Gut, machte aus Jasenaja Poljana ein Mustergut, eröffnete Dorfschulen, stellte Studenten ein, die das Bildungsniveau heben sollten, versuchte die Bauern und deren Kinder davon zu überzeugen, dass eine finanzielle Abhängigkeit, sprich die Pacht einer körperlichen Abhängigkeit, sprich die Leibeigenschaft, vorzuziehen ist. Das ganze Projekt erweist sich als sehr komplex. Komplex auch, wenn man wie Tolstoi seine andere große Berufung, die eben zum Schriftsteller, nicht aufgibt. Das war jetzt sehr vorsichtig formuliert. Es erscheinen nämlich die Romane Krieg und Frieden und Anna Karenina zu eben jener Zeit. Und an Krieg und Frieden hatte Tolstoi mehr als 6 Jahre gearbeitet. Anna Karenina hätte früher fertiggestellt werden sollen. Doch da waren, sagen wir, zwischendrin noch so viele Erzählungen, Traktate, Fibeln, Aufklärungsschriften zu verfassen. Und weder Krieg und Frieden noch Anna Karenina schreibt selbst ein so begnadeter Autor wie Tolstoi lässig aus dem Handgelenk. So einfach nach der Aufsicht über die Hofarbeit, einer Unterweisung der Dorfschüler im Landrecht oder der Abrechnung mit dem Verwalter. Wir reden also von einem Besessenen, meine Damen und Herren. Einem Moralisten, einem Künstler dazu, einem, wie man heute leider verächtlich und überheblich sagt, einem Gutmenschen.
Ich weiß, auch das ist so ein romantisches Bild, dem Tolstoi in seinen späteren Jahren als öffentliche Erscheinung ein klein wenig Vorschub geleistet hat. Er war eben diese ehrfurchtgebietende Gestalt mit zerfurchtetem Gesicht, mit riesigem Bart, gekleidet in den einfachen Kittel des Bauern. Der Mann der unerbittlichen Urteile gegen den Krieg, für die Unterdrückten, gegen die Sexualität in der Ehe. Schande, riefen dann seine Gegner. Dieser Mann hat doch nicht weniger als 13 Kinder gezeugt, mit denen er Sofia Andrejewna, die er 1862 geheiratet hatte und die er mit seiner ganzen Familie schließlich praktisch enterbte, als er die Rechte an seinen Werken dem russischen Volk vermachte. Er lästert über die Kirche, riefen Popen und katholische Kirche und ließen seine Schriften auf den Index setzen und den Autor exkommunizieren. Unmöglich, schrie auch die Zensur des Zaren und strich Passage um Passage aus seinem Werk. Wir können und wollen diese Widersprüche hier nicht auflösen. Meine Damen und Herren, Tolstoi war nun einmal in seinem Leben stets er selbst und auch ein erheblicher Bestandteil von seinem Gegenteil. Vielleicht ist es ein Zeichen von menschlicher Größe, wenn es denn von einem begnadeten Menschen vorexerziert wird, einem Autor, der uns immer zu den beiden Enden einer extremen Situation führt. Seine großen Romane, allen voran Anna Karenina, sind gespickt mit diesen Widersprüchen, mit den Spielen zwischen Schwarz und Weiß. Anna Karenina entscheidet sich, Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, für das Glück, für die Liebe und gegen einen langweiligen Ehemann. Dafür wird sie mit dem Tod bestraft. Schließlich gründet ihr Glück auf einem Ehebruch. Weiß gegen Schwarz. Wir wählen das Leben in der Gesellschaft oder wir werden aus dieser Gesellschaft verbannt. Schwarz gegen Weiß. Anna Karenina bleibt am Ende nur noch der Selbstmord. Die Farbe Schwarz. Sie trägt ein weißes Kleid. Die Lokomotive, vor die sie sich stürzt, ist natürlich schwarz gelackt und so weiter und so weiter. Man kann sich, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen der größten Romane der Weltliteratur so schematisch zurechtinterpretieren. Doch dann läuft man Gefahr, all das zu übersehen, was Marcel Proust, Thomas Mann, Fjodor Dostojewski, Virginia Woolf zu Recht an Tolstoi lobten, priesen, bewunderten, was sie zum Niederknien bewegte. Eben, dass er trotz, vielleicht auch wegen all dieser Muster, dieser Widersprüche und Ungereimtheiten Literatur von einer schmetterlingshaften Vielfalt schuf, die sich allen Musterungen entzog. Ich darf mit dem Blick auf die Uhr leider nur noch eine Anekdote in dieser Sendung unterbringen. Turgenev, der große Bewunderer von Tolstoi und Flaubert, sandte nach der ersten französischen Übersetzung von Krieg und Frieden zwei Pakete an seinen Freund in Rouen, an seinen literarischen Gott Gustave Flaubert. »Ich schicke Ihnen zwei Pakete, lieber Meister«, schrieb Turgenev, »im ersten einen unvergleichlichen Lachs und eine Schüssel Kaviar. Im zweiten eine französische Übersetzung des Romans eines Herrn Tolstoi, den ich für einen unserer größten Schriftsteller halte. Er heißt Krieg und Frieden.« In den ersten beiden Antwortschreiben mahnte Flaubert das Ausbleiben des Kavias an. Seine Begeisterung für Krieg und Frieden äußerte erst in seinem dritten Schreiben. Für einen zeitgenössischen Schriftstellerkollegen war sie fast makellos.